Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Geil erklärt. Heute soll es um die Frage gehen, was ist die optimale Pausendauer, um Muskeln aufzubauen? Diese Frage bekomme ich tatsächlich in der Praxis sehr häufig von Kunden und Athleten. Was ich immer wieder beobachte, sind einerseits Sportler, die ihr Training sehr schnell durchziehen, kaum Pausen machen, ja, und relativ zügig aus dem Gym wieder verschwunden sind. Diesen Sportlern fehlt es sehr häufig an der nötigen Trainingsintensität. Andererseits gibt es wiederum viele Sportler, die sehr lange Pausen machen, ständig am Handy herumspielen, sich ständig in Gespräche verwickeln lassen etc. Das ist natürlich auch absolut kontraproduktiv und alles andere als optimal. Wie lange sollte die Pausendauer sein? Bevor ich hier zu wissenschaftlichen Untersuchungen komme, möchte ich einige grundsätzliche Dinge dazu loswerden. Eine pauschale Pausendauer über alle Übungen hinweg halte ich für weniger sinnvoll. Wir haben einerseits relativ komplexe Übungen mit viel beteiligter Muskulatur, wie Kreuzheben, wie Kniebeugen. Hier werden hohe Anforderungen an das Herz-Kreislauf-System gestellt. Dagegen gibt es Übungen wie Reverse Butterfly oder Bizeps-Übungen, wo nur eine sehr kurze Pause notwendig ist, um wieder 100% zu geben. Das heißt, hier sollte man von Übung zu Übung differenzieren. Mein persönlicher Ansatz ist, ich warte, bis ich das Gefühl habe, wieder 100% geben zu können, bevor ich den nächsten Satz starte. Beispielsweise sind bei der freien Kniebeuge vielleicht sogar in Verbindung mit einer Intensitätstechnik 5 Minuten Pause alles andere als zu viel. Dagegen kann für eine Bizepsmaschine, die vielleicht nicht mal bis zur Ausbelastung ausgeführt wird, durchaus schon eine Minute mehr als ausreichend sein. Wenn das Themen sind, die dich ansprechen und du dir sogar vorstellen kannst, haupt- oder nebenberuflich als Fitnesstrainer zu arbeiten, dann kann ich dir die Ausbildung zur Fitnesstrainer B-Lizenz wärmstens empfehlen. Werfen wir einen Blick auf die Studienergebnisse zum Thema Pausendauer. Der international sehr anerkannte Wissenschaftler im Bereich Krafttraining Schönfeld führte eine Studie durch, bei dem eine Pausendauer von 3 Minuten verglichen wurde mit einer Pausendauer von 1 Minute. Beide Gruppen konnten Kraft und Muskelmasse deutlich steigern. Allerdings waren die Effekte bei der Gruppe mit 3 Minuten Pausendauer deutlich ausgeprägter, was uns ein Stück weit zeigt, dass 1 Minute Pausendauer einfach zu Einbußen in der Performance führt. Neben der Tatsache, dass eine kürzere Pausendauer zu weniger Performance in den folgenden Sätzen führt, gibt es einen weiteren Effekt. In einer Untersuchung von Senner und Kollegen wurde nämlich festgestellt, dass eine Pausendauer von 1 Minute im Vergleich zu einer Pausendauer von 3 Minuten zu deutlich höheren Muskelschädigungen und entzündlichen Prozessen führt. Das heißt, im Endeffekt werden höhere Anforderungen an die Regenerationskapazitäten gestellt. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich dir noch etwas empfehlen. Und zwar unser kostenloses Webinar zum Thema Muskeln aufbauen. Schau gerne mal rein, es lohnt sich. Insbesondere bei Übungen, die hohe Anforderungen an das Herz-Kreislauf-System stellen, würde ich dir zu einer Pausendauer von 3 Minuten raten. Führst du dagegen isolierte Übungen an, auch vor allen Dingen dann, wenn seine Maschinen durchgeführt werden, sind aber 90 Sekunden durchaus vollkommen ausreichend. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Training und vergiss nicht, unser Video zu liken und zu teilen.